Moin Leute, der Thales hier mit einer weiteren Folge Dark Souls 3. Sinners Mord. Ja, jetzt geht's endlich zum Boss, Leute. Ich weiß, ihr habt euch schon drauf gefreut. Aber zuerst suchen wir uns eine neue Waffe aus. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Was würdet ihr denn nehmen? Ne? Es geht jetzt gegen eine Drachenrüstung. Wie nennt man das? Drachentöterrüstung? So. Ich weiß es nicht, ne? Ein bisschen Greatsword vielleicht, ne? Wir haben ja so viele schöne Sachen. Das hier zum Beispiel kenne ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, was das sein soll. Das ist ein durchsichtiges Schwert. Ja, der Moveset ist schon mal cool, aber... Nee, ist zu wenig Spektakel, ne? Für den Boss. Irgendwas Besonderes. Die Sensen kann ich leider noch nicht tragen. Hier das leider auch nicht. Ah, hier. Das Wolfsritterschwert nehmen wir, oder? Oder was meint ihr? Ne? Hier. Artorias Wolfsritterschwert. Was hat das für ein Moveset? Hat das nicht irgendwie so ein Spezial... Ah ja, gut. Sehr special. Total useless. Aber... Vielleicht ein überraschender Angriff, wenn man PvP spielt, ne? So, und anscheinend steckt der zweite Griff in meiner Schulter fest. Oder wie nennt man das bei dem Schwert eigentlich? Nicht Griff, sondern... Es hat einen Namen, mir fällt es gerade nicht ein. Aber ist, glaube ich, auch uninteressant für euch. Ja, Parierstange, jetzt habe ich es. Ne? Die Parierstange steckt in meiner Schulter fest. So. Aber jetzt erstmal ab zum Boss. Dragon Slayer Armor. Gemeinsam mit Siris. Oh, die hat schon brav mit. Oh, und ich bin zu schwer anscheinend. Ja, das ist schlecht. Das ist schlecht. Und mit dem muss ich jetzt leben anscheinend. Bisschen Fettgerolle. Mir jetzt egal. Alter. Aber ich muss sagen, vom Schaden her. Okay. Da war der eine schlimmer, der Ritter da mit den verschiedenen Farben. Wenn sich jetzt halt der Engel einmischt, dann wird es ein bisschen schwieriger. Er macht da auch schon. Also sagen wir drei packen. Wir drei packen das. Easy, Leute. Easy. So. Oh, Alter. Das mit dem Laser ist neu, oder? Wie er einfach auch stirbt, ne? Ja. Stirb, fall runter. In dein Verderben. Weg ist er. Jo. Ja, kopflose Ritter. Ich muss dringend den Ring wechseln. Sonst kann ich nicht mehr rollen. Wo ist er denn? Vitality will ich. Hier. Jetzt kann ich auch wieder rollen. Toll. Ja, und damit kommen wir in die Archive. Und ich kann mich erinnern, es gab da so einen Hut. Die Krone der Illusionen. Die speziell für die Archive einen kleinen Text dabei hatte. Und darum werden wir jetzt, auch wenn ich hässlich bin mit der Krone, mal ein bisschen mit der Krone rumlaufen. Alter, sieht der hässlich aus. Ne? Also nochmal zurück zu der Krone. Da steht: Reveal Secrets, oder? Was? It said. Oh mein Gott, mein Englisch ist schlecht. It said that this crown reveals secretive and avaricious creatures brimming with untold treasures. Hä? Wie komme ich jetzt auf die Archive wegen der? Hä?
kam ich damals auf die Archive? Die gibt einfach nur 5% mehr. Ah ne, da steht's ja, da unten steht's ja, wenn man weiterliest, ne? Wenn man weiterliest. And reveals the unseen in the Grand Archives. Ja, okay, dann lassen wir mal die Krone auf, ne? Vielleicht, wenn man. Ne, ich dachte, ich krieg vielleicht hier schon Illusionen von einer Kiste. Ruhe, was auch immer. Die keine Mimik ist, gibt's ja nicht. Sanguinus. Also, tut mir leid, wegen dem Gelese von mir, ne? Ich bin hier. Oh Gott! Ich bin nicht so der Englischleser. Ich meine, ich verstehe es schon, aber. Es klingt halt immer ein bisschen komisch, wenn ich Englisch lese. Aber ist jetzt ja auch unwichtig, unwichtig. Gut, wir werden die Krone benutzen, um die Geheimnisse der Kirche, beziehungsweise, nee, der Archive zu lüften. Ist das das Geheimnis? Ich sehe ihn ja trotzdem. Hä? Ich check's nicht, Leute. Ich check's nicht. Mach mal die Krone auf und dann rede ich mit dem. Der König. Ah, da kann man einkaufen, okay. Ha, er ist ein Collector. Ja. Collector's Edition. Aha, haben wir den Schlüssel für hier? Oh, ja, wir haben den Schlüssel. Geil. Sehr geil. Bin der Fatzke jetzt, den habe ich doch noch mal besiegt. So. Alter. Ach komm. Nicht die Wachskacke. Ne, für die Leute, die es nicht wissen, wenn du von dem Wachs getroffen bist und danach Feuerschaden nimmst, dann kriegst du richtig mega Damage. Ja. Ja, schnell weg. Schnell weg. Schnell weg. Schnell weg. Ach, falscher Spell. So wollte ich. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hier ablief mit den ganzen Hebeln und was man machen muss, damit man durch das Archiv kommt, ne? Gab's jedenfalls immer einen Weg, der relativ schnell ging und einer, der relativ in die Irre führt, und ich habe meistens den letzteren genommen. Hier zum Beispiel. Wie komme ich denn da rauf? Mann. Ich weiß das alles nicht mehr. Wenn der Typ halt aufhören würde, da oben mal runter zu kotzen oder was er macht. Da geht's auch nicht rüber. Da geht's raus, okay. Was gibt's hier Schönes? Oh, hier waren wir gerade. Okay. Aber hier waren wir noch nicht.
Doch. Seht ihr, was ich meine? Totale Verwirrung. Totale Verwirrung. Alter. Komme ich darauf? Nee, aber da ist der Lift kaputt, ne? Ja. Da schießt er einfach mal durch die Wand, ja? Kleiner Cheater Boy. Verdammt, verdammt. Bin ich darauf? Nee. Das bringt mir nichts. I'm in a pickle. Was muss ich tun? Was muss ich tun? Ist hier irgendwo ein geheimer Weg? Nix. Ein Hebel oder so? Ich weiß es nicht mehr. Deine geht mir auch auf den Zeiger da oben. Oh, ich bin bestimmt schon 10 Mal vorbeigelaufen, ne? Das ist wahrscheinlich irgendwie da oben so. Dann geht's hier wieder runter. Lol. Hier was? Nee. Mann! Soll das? Kann ich dann nach links? Hier kann ich auch nicht durch. Höchst verwunderlich. Ach, da kann ich runterspringen, ne? Das habe ich nie gemacht. Na, Leute. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Na, komm mal her, du. Aha. Echt? Keiner da unten, den ich irgendwie angreifen kann von oben? Da. Behalt dein Wachs für dich, ey. Ich tauche schon selbst ein. Kein Problem. So, einmal Kerzenkopf. Jetzt bin ich einer von euch. Jetzt tut er mir hoffentlich nichts mehr. Alter, was ist das für einer? Drachenreiter. Blödsinn, ein Drachenritter. Schlag ihn, schlag ihn. Brav. Black Dragon Sword. Was machen Drachen in der Bibliothek, ne? Alter, nein, wehe, du explodierst jetzt.
Bücher. Bücher mit Armen. So. Nice, dankeschön. Ist noch einer, aber den müssen wir jetzt nicht unbedingt killen. Oh Gott. Tun die mir nichts? Als gäbe es in Dark Souls Gegner, die mir nichts tun würden. Ne? Ich glaube, ich krieg keinen Schaden durch die. Also physisch schon, aber ich krieg keinen Fluch. Ah, das liegt an der Kerze, im Kerzenkopf. Dachte schon, das ist vielleicht wegen der Krone. Normalerweise würden die einen verfluchen, ja? Nein, die Waffe ist schlecht. So, hier einen schönen Hebel. Da ist noch so ein Becken, so ein Taufbecken. Wenn man wieder einen Wachskopf braucht. Blub. Einmal Wachskopf. Oh je. Oh je, ich wusste. Es war mir so klar. Nein! Lass mich los! Lass mich los! Nein, verdammt. Ja, Leute, damit ist die Folge auch schon wieder zu Ende. Danke, dass ihr dabei wart und tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Thales.